Hey YouTube, willkommen bei Sayawhat und zum Unboxing des neuen iPhone 6 Plus. Bei diesem iPhone handelt es sich um das 6 Plus, die 64 GB Variante in Schwarz, das kann man hier hinten erkennen, Space Gray heißt es ja bei Apple, und dann wollen wir das jetzt mal aufmachen. Ich nehme mal mein kleines dreckiges Messer hier und guck mal, dass ich hier durch die Folien komme. So, und dann öffnen wir das Ganze mal. Irgendwie, ich bin ja eigentlich kein großer Fan von Unboxing, zumindest nicht, wenn darauf gleich die Review folgt. Aber beim iPhone ist das irgendwie immer was anderes. Das ist so eine richtige Zelebration, das hier zu öffnen. Und ja, die Packung, wir sehen das hier oben, ist so ein bisschen ausgestanzt. So groß ist also das iPhone 6 Plus. Wenn wir das hier mal drauflegen, oh ja, das wird ein großer Unterschied werden. Aber das ist auch okay, das wusste ich vorher, ich habe das ausprobiert mit dem Note 3, ob mir das zu groß ist oder nicht, und nein, es ist mir nicht zu groß, von da aus hoffe ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Gucken wir uns gerade nochmal die Box an, das gehört jetzt dazu zu so einem Unboxing. Hier iPhone steht nur drauf, hier oben gar nichts, hier auf der Seite iPhone und auf der Rückseite das normale Geschripsel, ein paar Daten, ein paar Nummern und so weiter und auch 64 GB und welche Farbe das ist. So, dann wollen wir das jetzt hier mal öffnen. Hopp, komm hoch da, der Deckel. Und schwupps, da liegt das gute Stück drin. Noch in der Hülle. Ist auch richtig so, weil war ja eingeschweißt. Und ja, krass. Okay, ich fand dieses Telefon immer richtig dünn. Das ist das 5S. Und wenn man das jetzt in der Hand nochmal hält, dann merkt man gleich wieder den Unterschied. Also das ist ja wirklich verrückt dünn. Ich lege es jetzt aber erstmal an die Seite und wir gucken, was sonst noch in der Box ist. Ich lege es mal hier an die Seite. So, dann haben wir hier erstmal den Deckel, was jetzt neu ist an dem Deckel. Wir haben eine Ausbuchtung, denn die Kamera sticht ja ein bisschen heraus. Und jetzt haben wir hier quasi noch ein zweites Loch drin. So, dann haben wir hier unser kleines Briefchen, wie jedes Mal. Hier haben wir den Öffner, diese Sicherheitsnadel für den SIM-Karten-Slot, für die Nano-SIM-Karte und was ist sonst noch drin? iPhone 6 Plus, so funktioniert's. iPhone 6 Plus, so funktioniert's. Ist das alles das Gleiche? Ah, verschiedene Sprachen. Das sind die Tasten, die dabei sind. Ja, super. Und Informationen und zwei große Apple-Aufkleber. Schön, schön. Braucht man nie wieder. Aber wenn ich die Telefone dann verkaufe, irgendwann nach einem Jahr oder so, um mir dann das neue Update zu kaufen, dann ist das immer gut, wenn man das alles noch hat. Dann kann man die Box im Kompletten abgeben. So, ein neues Lightning-Kabel. Hier braucht man ja zum Aufladen der Stromstecker für Europa, für Deutschland hier. Und ja, neue Kopfhörer. Auch sehr gut. Die sind sogar noch eingepackt, das lasse ich auch so. Die gehen dann wahrscheinlich weg mit dem 5S. So, und das war's. Jetzt gucken wir uns das Telefon nochmal an. Das gute Stück. Und ja, wir können es eigentlich aus dem Papier gleich mal rausnehmen. So, schwupps. Und ach, guck mal, jetzt sind sie in einem Stück durchgehend. Ja, ganz schön schwer, muss ich auch feststellen. Hat ja kein Übergewicht. Ist eigentlich ziemlich ausbalanciert. Ich wollte gerade sagen, hat ein bisschen Übergewicht nach oben, aber geht eigentlich. An der Seite haben wir hier den Power-Knopf, nicht mehr oben drauf. Hier haben wir Laut- und Leise-Knöpfe und diesen, der ist eigentlich noch schmaler geworden, glaube ich. Ja, kann man gut erkennen, der ist sogar noch schmaler geworden, als er beim 5S war. Diese Wippe für Laut-, Leise- oder Rotation-Lock. Die lauter Leiser-Knöpfe. Jo. Wenn wir das Ganze mal kurz anmachen und dann ist das Video nämlich auch schon vorbei. So, ein bisschen Saft ist drauf. Ich mag die Ecken. Die sind so abgerundet jetzt. Das ist cool. Ja, sieht im Grunde aus, wie man sich das so vorgestellt hat. Mir gefällt es. Auch ein Space Gray. Und ich werde es jetzt mal ein bisschen benutzen und testen und dann melde ich mich wieder mit der entsprechenden Review. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.